Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Psylocke. Die Macht unerzählter Geschichten von Margit Schwarz-Stiegelbauer. Die Historikerin Barbara Stelzel-Marx beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Nicht aufgearbeitete Traumata aus dieser Zeit wirken generationsübergreifend bis heute. Ihr historischer Blickwinkel ist angesichts des Ukraine-Krieges brandaktuell. Wieder wächst eine neue Generation von Kindern des Krieges heran. Die Motivation Putins, diesen Krieg zu beginnen, verortet die Historikerin ebenfalls in einem Trauma. Aus diesem wird eine Geschichte abgeleitet und als Propaganda erzählt. Die Macht dieser Erzählung wird erneut Folgen haben für mehrere Generationen. Am 7. Oktober 2022 gab das Nobelkomitee den diesjährigen Friedensnobelpreis bekannt. Die Preisträger sind der belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bialyatschik, das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine und die Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe ordnete ein russisches Gericht die Beschlagnahmung der Moskauer Büros von Memorial an. Bereits ein knappes Jahr davor, im Dezember 2021, hatte der russische Oberste Gerichtshof die Auflösung der Menschenrechtsorganisationen beschlossen, die 1987 in der Zeit von Glasnost und Perestroika entstand und sich anfangs auf die Dokumentation der Verbrechen der Stalin-Ära konzentrierte. In den letzten Jahren sprach sich die Gruppe gegen die Unterdrückung von Dissidenten innen unter Präsident Wladimir Putin aus und führte eine Liste politischer Gefangener in Russland. Von der Aufbruchstimmung. Eine, die Memorial Moskau von innen kennt, ist Barbara Stelzel-Marx, die Leiterin des Grazer Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung und Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Graz, arbeitete 1999 mit einem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Erwin-Schrödinger-Stipendium in der Menschenrechtsorganisation. 1991 war sie zum ersten Mal in Moskau. Anfang der 1990er Jahre wurden die Archive geöffnet. Es war möglich geworden, zu reisen, zu forschen, Interviews zu führen, erinnert sie sich an die Aufbruchstimmung damals. Zurück zum Kalten Krieg. In den vergangenen Jahren beobachtete sie jedoch eine umgekehrte Bewegung. Ein Gefühl der Angst habe sich breit gemacht. Kolleginnen fürchteten zunehmend, dass Äußerungen wie etwa Negatives über das Verhalten der Roten Armee zu Kriegsende als Kritik an Russland gelten und somit negative Auswirkungen auf ihre berufliche Karriere haben könnten. Auch haben die Aktivitäten der Nachrichtendienste zugenommen. Man musste vermehrt aufpassen, was man mit wem bespricht. Heikle Themen wurden teilweise nur noch auf der Straße besprochen und nicht mehr in geschlossenen Räumen. Das war gleichsam ein Zurück zum Kalten Krieg. Jetzt stecken wir wieder mittendrin, sagt Stelzel-Marx. Seit 1991 war die Grazerin regelmäßig in Russland und knüpfte enge Kontakte zu dortigen Archiven und Forschungseinrichtungen. Das hat sich mit dem Krieg schlagartig geändert. Konferenzen sind abgesagt, Kontakte zu KollegInnen laufen derzeit vorwiegend auf individueller und informeller Ebene. Wien, Drehscheibe im Kalten Krieg. Ein aktuell vom FWF gefördertes Projekt gewann mit dem Krieg ungeahnte Aktualität. Die Professorin der Universität Graz
untersuchte die Rolle der tschechoslowakischen Nachrichtendienste in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Wien war wegen seiner geopolitischen Lage eine Spionagedrehscheibe während der Besatzungszeit, aber auch danach, so Stelzel Marx. Die tschechoslowakischen Nachrichtendienste gehörten dabei zu den aktivsten in Europa. Österreich spielte eine entscheidende Rolle im aufkeimenden Kalten Krieg, weiß Stelzel Marx. Ihr Mitarbeiter und Dissertant Dieter Bacher koordiniert dieses Projekt und wird etwa systematisch die Aktivität der britischen und US-amerikanischen Dienste gegen die tschechoslowakischen Dienste in Österreich analysieren. Wer hat sich warum für einen solchen Nachrichtendienst anwerben lassen und wie haben diese agiert und interagiert? Im Rahmen des FWF-Projektes ist es dem Team gelungen, die internationale Konferenz Need to Know für Oktober 2023 nach Graz zu holen, wo unter anderem die Ergebnisse des Projekts präsentiert und diskutiert werden. Neue Generationen von Kindern des Krieges. Der Krieg in der Ukraine macht sie sehr betroffen. So viele Themen, die wir in der Zeitgeschichte aus der Retrospektive erforschen, Kalter Krieg, Kinder des Krieges, Flucht und Vertreibung, wirtschaftliche und humanitäre Kriegsfolgen, passieren aktuell vor unserer Haustür. Kinder des Krieges ist eines der Kernforschungsthemen von Stelzel Marx. Nun entstehe eine neue Generation von Kindern des Krieges in der Ukraine und in Russland, die den Krieg in Bombenkellern auf der Flucht erleben, deren Väter und Brüder im Krieg fallen. Das wird Folgen für viele Jahrzehnte haben, ist sich die Zeithistorikerin sicher. Wirkmacht der Geschichte. Stelzel Marx weiß, wovon sie spricht. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs und Kalten Krieges, die bis heute nachwirken. Der Blick in die Vergangenheit hilft, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten, unterstreicht sie die gesellschaftspolitische Relevanz ihres Faches. So erkläre die Geschichte manchmal die Verhaltensmuster einer Gesellschaft, einzelner Menschen oder politischer Führer. Oft bestimmen Tabuthemen und nicht aufgearbeitete Traumata die Geschehnisse. Die Makrogeschichte wirkt in die Mikrogeschichte hinein. Tabu-Massaker am Präbichl. Eines dieser Ereignisse, über das lange weitestgehend der Mantel des Schweigens gebreitet war, gedachte Stelzel Marx im Oktober dieses Jahres. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Liebenauer Prozesses lud sie gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien zu einer wissenschaftlichen Konferenz an die Universität Graz. Seit Ende der 1990er Jahre beschäftigt sie sich mit dem Lager Graz-Liebenau, einer Zwischenstation auf den sogenannten Todesmärschen 1945. Zehntausende ungarische Jüdinnen und Juden wurden kurz vor Kriegsende vor der vorrückenden Roten Armee Richtung KZ Mauthausen getrieben. Viele überlebten diese Todesmärsche nicht, aufgrund von Erschöpfung, mangelnder Versorgung oder weil sie am Wegesrand erschossen wurden. Die Macht unerzählter Geschichten. In Rechnitz am Präbichlpass bei Eisenerz, aber auch im Lager Liebenau kam es zu Massenerschießungen. Diese Verbrechen wurden in der Nachkriegszeit von alliierten Gerichten und österreichischen Volksgerichten geahndet, zum Teil mit Todesurteilen. Bei einem runden Tisch sprachen erstmals Nachkommen von wegen dieser Verbrechen zum Tode verurteilten Tätern über die Auseinandersetzung im Familiengedächtnis und die Bedeutung für ihre Biografie.
Es gab einerseits das Schweigen, andererseits wurde zwar über den Krieg gesprochen, aber bestimmte Aspekte wurden dabei ausgespart, schildert Stelzel Marx ihre Beobachtung. Der israelische Sozialpsychologe Dan Ba-On, der mit Nachkommen von Holocaust-Opfern und deutschen TäterInnen Modelle zur Verständigung und Versöhnung erarbeitet, beschreibt diese Macht des Schweigens, in der unerzählte Geschichten mit größerer Macht von Generation zu Generation weitergegeben werden als erzählbare. Besatzungskinder vom Tabu zur Vernetzung. Stelzel Marx, die Anfang 2020 vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten für ihre Vermittlungsarbeit zur Wissenschaftlerin des Jahres 2019 gekürt wurde, sieht es als großes Privileg an, in einem Bereich zu forschen, der das Leben von Menschen verändern kann. Wie wirkmächtig Geschichtsforschung sein kann, erlebte die Historikerin etwa in ihrer Auseinandersetzung mit den Besatzungskindern, den Söhnen und Töchtern alliierter Soldaten und einheimischer Frauen, die zwischen 1945 und 1956 in Österreich und Deutschland zur Welt kamen, als Folge von Liebesbeziehungen, kurzen Affären, Überlebensprostitution, aber auch nach Vergewaltigungen. Sie galten als Kinder des Feindes und waren aufgrund ihrer Herkunft oft Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt. Stelzel Marx erinnert sich an die erste internationale Konferenz dazu 2012 an der Diplomatischen Akademie in Wien. Als Betroffene erkannten, dass sie mit ihrer Biografie nicht alleine waren. Da kam eine Frau auf mich zu und sagte, sie habe zum ersten Mal andere Besatzungskinder getroffen und bisher immer gedacht, sie sei das einzige Kind eines alliierten Soldaten in Österreich. Als Folge dieser Enttabuisierung haben sich Netzwerke von Menschen ähnlicher Herkunft gebildet, die sich nun austauschen oder etwa auch bei ihrer Vatersuche helfen können. Folgenschwere Begegnung. Der Weg der Historikerin in die Forschung ist geprägt von zahlreichen Forschungsaufenthalten und einem folgenschweren Zufall. An Sprachen interessiert, studierte die 1971 in Graz geborene Anglistik, Russisch und Geschichte in ihrer Heimatstadt, in der Folge in Wolgograd, Moskau, Oxford und Stanford. Während eines einsemestrigen Russlandsaufenthalts 1992 traf die Studentin am Flughafen von Wolgograd zufällig den Grazer Historiker Stefan Karner, der kurz zuvor Zutritt zu ehemals sowjetischen Archiven bekommen hatte. Er sagte, »Schauen Sie doch auf der Uni vorbei, wenn Sie zurück sind«, erinnert sich die heute 51-Jährige an das Treffen. 1993 gründete Karner in Graz das Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung und Stelzel Marx war von Anfang an dabei, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, später als Postdoc. 2002 wurde sie Karners Stellvertreterin und mit seinem Ruhestand folgte sie ihm 2018 an die Spitze. Anfang 2019 übernahm sie an der Universität Graz eine Professur für europäische Zeitgeschichte mit dem Schwerpunkt Konflikt- und Migrationsforschung. Zäsur, Zerfall der Sowjetunion. Eine weltpolitische Zäsur, die historisches Interesse stark geprägt hat, war der Zerfall der Sowjetunion. Als im August 1991 gegen Michail Gorbatschow geputscht wurde, war die junge Studentin vor Ort. Es gab keine Informationen mehr, kein Internet und im russischen Fernsehen lief Schwanensee, erinnert sie sich. Die Verwandten in Österreich waren über den ORF weit besser informiert als wir vor Ort. Sie ging auf die Straße und wusste, hier wird Zeitgeschichte geschrieben. Wurzel des Ukraine-Krieges. In diesem historischen Ereignis sieht die Wissenschaftlerin eine Zäsur, die,
wie der Zweite Weltkrieg bis heute nachwirkt, und ortet darin eine der Wurzeln für den Ukraine-Krieg. Mit dem Rücktritt Gorbatschows Ende 1991 endete der weltgrößte sozialistische Staat und damit der Kalte Krieg. Im Westen wurde diese Entwicklung vorwiegend positiv beurteilt, anders als in Russland selbst, wo die Bevölkerung den Zerfall der Sowjetunion durchaus ambivalent sah. Als ich 1992 in Wolgograd studierte, kamen wildfremde Menschen auf mich zu und baten mich um eine Einladung für ein Visum, erinnert sich Stelzel Marx an das große Interesse, vor allem der jungen Menschen, am Westen. Die Jungen hätten die neuen Möglichkeiten gesehen, für die ältere Generation hingegen sei eine Welt zusammengebrochen. Sie haben über Jahrzehnte große Opfer erbracht, um dieses System aufzubauen und mitzutragen, und plötzlich hatte alles keinen Wert mehr, erläutert sie. Ein Zitat von Barbara Stelzel-Marx: Der Zerfall der Sowjetunion war ein Trauma für Putin und eine der Wurzeln für den Ukraine-Krieg. Trauma Putins. Vieles, worauf man in der Sowjetunion stolz gewesen war, spielte nun keine Rolle mehr. Der Kommunismus selbst oder der Wettlauf im All als das identitätsstiftende Ereignis, worauf man in der Bevölkerung stolz sein konnte, blieb der Sieg Stalins über Nazi-Deutschland, sagte Stelzel Marx. Darauf bezieht sich Wladimir Putin auch in seiner aktuellen Kriegspropaganda. Der Zerfall der Sowjetunion war ein Trauma für Putin, der das sogenannte Sammeln der russischen Erde verwendet, um dieses zu überwinden und das Selbstbewusstsein der Nation zu stärken, erklärt die Historikerin. Der Krieg in der Ukraine hänge stark damit zusammen. Bezug zu Sieg über Nazi-Deutschland. Ein Symbol, das in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht, ist das Z. Eigentlich kein zyrillischer, sondern ein lateinischer Buchstabe. Eine Interpretation besagt, es stehe für Zapovedu, für den Sieg, und beziehe sich damit auf den Sieg über Hitler-Deutschland am 9. Mai 1945. In diesem Z steckt die Botschaft: Unsere Sache ist ebenso gerecht wie die der Kampf gegen den Nationalsozialismus 1940, erläutert Stelzel Marx. Der Sieg wird gleich mitversprochen. Die Zeichen der Zeit. Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, stand der Westen unter Schock. Gab es keine Anzeichen? Die Zeichen der Zeit waren da, sie wurden aber nicht oder zu wenig gelesen, analysiert die Historikerin rückblickend. Unter Putins Präsidentschaft führte Russland bereits mehrere Kriege. Von 1999 bis 2009 in Tschetschenien, 2008 in Georgien, 2015 in Syrien, 2014 auf der Krim und in der Ostukraine. Da die Reaktion des Westens 2014 zurückhaltend war, schienen die russischen Entscheidungsträger nicht mit diesen harten Sanktionen, die dem Angriff auf die Ukraine folgt, gerechnet zu haben. Wäre die Reaktion 2014 schon scharf gewesen, hätte sich die Situation wahrscheinlich anders entwickelt, vermutet Stelzel Marx. Wendepunkt Teilmobilmachung. Die Isolation Russlands wirke sich zunehmend auf alle Bereiche des Lebens aus und der Rückhalt Putins in der Bevölkerung bröckele immer mehr, weiß die Professorin von MoskauerInnen, zu denen sie Kontakt hat. Ein Wendepunkt war dabei die Ausrufung der Teilmobilmachung am 21. September 2022. Rund 300.000 Reservisten sollten in die russische Armee eingezogen werden. Für viele, vor allem jene, die die russischen Staatsmedien konsumieren, war der Krieg, der ja als Spezialoperation bezeichnet werden musste, davor
weit weg. Mit der Teilmobilmachung ist er jedoch in jede Familie eingedrungen. Wenn der eigene Sohn, Mann oder Vater in den Krieg geschickt wird oder werden könnte, ändert das die Einstellung, erläutert die Grazerin. Bereits zuvor versuchten viele kritische Geister, das Land zu verlassen. Mit der Einberufung stieg ihre Zahl weiter. Finnland vermeldete Ende September mit 12.000 bis 16.000 einen Höchststand an russischen Einreisen und verschärfte daraufhin seine Einreisebestimmungen. Hoffen auf einen Abzug. Wie es weitergeht, weiß niemand. Die Mutter eines Sohnes hofft, dass die Situation nicht weiter eskaliert und Russland seine Truppen abzieht. Die russischen Medien sind zum Großteil gelenkt. Putin könnte es gelingen, das Gesicht zu bewahren und den Abzug der russischen Bevölkerung als Erfolg zu verkaufen, sagt sie, und dass alle Kommunikationskanäle zwischen Ost und West, von denen nichts nach außen dringt, die es aber selbst im Kalten Krieg gegeben hat und die es sicher auch jetzt gibt, genützt werden. In jedem Fall wird der Krieg Traumata auslösen. Wieder werden unerzählte Tabus über Generationen ihre Macht entfalten. Der Blick in die Vergangenheit hilft, die Gegenwart zu verstehen. Daraus auch die Zukunft zu gestalten, wird größter Kraftanstrengungen von allen Seiten bedürfen. Die Historikerin Barbara Stelzel-Marx ist Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung und Professorin an der Universität Graz für europäische Zeitgeschichte mit den Schwerpunkten Konflikt- und Migrationsforschung. Sie studierte Anglistik, Russisch und Geschichte in Graz. Studien und Forschungsaufenthalte führten sie nach Wolgograd, Moskau, Oxford und Stanford. 1999 arbeitete sie im Rahmen eines Erwin-Schrödinger-Stipendiums des Wissenschaftsfonds FWF bei der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial Moskau. Ihre Habilitation verfasste sie im Rahmen eines Apart-Studiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Stalins Soldaten in Österreich, die Innensicht der sowjetischen Besatzung 1945 bis 1955. Die Historikerin arbeitet aktuell an zwei vom FWF geförderten Forschungsprojekten. Einerseits untersucht sie die Rolle tschechoslowakischer Nachrichtendienste im Nachkriegsösterreich und andererseits im Rahmen des Projektes Encampment Lager, die 1945 in der sowjetischen Besatzungszone in Österreich für Flüchtlinge und Vertriebene errichtet wurden. Die Forschungsschwerpunkte der Grazerin sind Kriegsfolgen des Zweiten Weltkrieges, Kalter Krieg, Kinder des Krieges, Migration sowie Erinnern und Gedenken. Für ihre Vermittlungsarbeit wurde sie vom Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten zur Wissenschaftlerin des Jahres 2019 gekürt. Mit ihrer Forschung hat sie unter anderem zur Enttabuisierung und Vernetzung von Besatzungskindern in Österreich beigetragen. Sie hörten Psylocke, die Macht unerzählter Geschichten, von Margit Schwarz-Stiegelbauer. Sprecher Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.